ungarischer Kreuzer versenkt. So. Unser Sieg ist in Sicht. Servus zusammen, willkommen zurück bei World of Warships und Ranked, die gewerteten Gefechte mit unserer Tirpitz. Mit der ist es ja recht, schon recht gut gelaufen soweit. Wir haben letztes Mal gut durchgeschlagen. Und was haben wir denn alles dabei? Jeweils einen Flugzeugträger, jeweils einen Zerstörer, zwei Kreuzer auf jeder Seite und drei Schlachtschiffe. Das ist schon mal soweit ganz gut. Ich würde jetzt auch mal zu B tendieren. Sagen wir mal, heute ist schon wieder Ausspracheschwierigkeiten. Die Amagium, wir haben nochmal eine Tirpitz, das ist natürlich schon geil. Doppelt Tirpitz Power. Ist natürlich jetzt auch viel abhängig, ob sie sich aufteilen, wie sie fahren. Aber gut, das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Aber auf unserer Seite die Mainz. Hoi. Der habe ich, glaube ich, bis jetzt sehr selten gespielt. Also zusammengespielt, selber habe ich sie nicht. Lass mal mit der Triple zusammenfahren. Wir haben ja jetzt auch unseren besseren Kapitän drin, das heißt, wir haben jetzt auch unsere geschmeidigen 11,3 Kilometer Schussreichweite der Secondary. Oh, Cleveland. Wäre natürlich schön. Tirpitz will uns gleich mal geben. Finde ich nicht schön. Mal schauen, ja, die kommen gar nicht so übel. Oh ja, Kinders. Feueralarm! 7000 kann man schon mal geben auf die Distanz. Abdrehen. Ah, sie teilen sich. Interessant. Ist immer gefährlich. Yes, nochmal 3.500 rein. Es nebelt sich ein, das ist natürlich. Aber er ist schon echt runtergeschossen. Also arg viel machen wird er nicht mehr. Die Alabama, die verschanzt sich hinten. Schade. Kriege ich das nur? Ne, bin fressig. Hätte ich voll Stoff geben müssen, nicht Trottel. Schade. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Aber alles ist drin, das ist nur ein Torpedo, den kriegt man. Problem gelöst. Ich würde jetzt gerne die Bismarck aufs Korn nehmen. Die wird jetzt auch abdrehen. Ja. Ich folge mal der anderen Tirpitz.
macht eigentlich hier unsere Magi? Ich bin halt noch nicht in Schussreichweite, dass ich ihn geben kann. 2300. Ist das ätzend. Bin ja schon Full Speed am geben. Ich habe aber halt nur meine 30 Knoten. Das ist so wenig. Macht viel zu wenig Schaden, das ist nervig. Halt mal der Alabama. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Torpedos voraus. Ah, so ein Mist. Einen. Kritischer Maschinenschaden. Okay, alles drin. Torpedos auf Steuerbord. Problem gelöst. Oh nein. Ich muss weiter einlenken. Okay. Full Speed. Komm on, gib Gas. Komm hier nicht weg, ich bin nicht so schnell. Okay, ich habe ihm doch einiges reindrückt. Auch. Oh, Kinders. Oh, die hören auf. Er muss halt wahrscheinlich extrem auf. War so klar. Wasser dringt schnell ein. Nö. Oh, really? Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Jo, jetzt brenne ich auch noch. Läuft richtig schmeidig in dem Match. Richtig, richtig schmeidig. Der Wassereinbruch hört gleich auf. Ich glaube, der ist relativ langsam. Sie festgefahren. Komm, der wird jetzt dann gleich anhalten. Sehr schön. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Boom. Unser Sieg ist in Sicht. Katapultjäger in der Luft. Thank you.
kümmern. Gegnerischer Kreuzer versenkt. So. Unser Sieg ist in Sicht. Nein, 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 nein. Obwohl, er geht nicht auf mich, oder? Nee. Na komm. Feueralarm. Das ist leider, aber Gottes, löschen. Oh, jetzt hat er den falschen anvisiert. Come on. Problem gelöst. Puh. Ich kann mich halt nicht mehr reparieren, das ist nicht unbedingt gerade vorteilhaft. So ein Mist. Ich überlege gerade. Sehr schön. Jetzt haben wir noch die Kaga. Müsste irgendwo hier rumspuken. Jetzt mal meine Trägerflugzeuge raus. Er versucht mich wegzulocken. Da ist er. Servus. Ja, so läuft es. Sehr schön. Sehr schön. Gut, wir sind in Liga 2. Und ich hätte gesagt, wir machen... Das sind bei 12 Minuten, also 13 Minuten schon. Machen wir nochmal eins. Außer, naja, wohl. Ne, lassen wir es für heute. Wir machen nur eins. Und wenn ich es dann nochmal schaffe, schaffe ich dann vielleicht so, dass wir noch ein zweites Video in der Woche rausbringen. Und so ist es aber, denke ich, aushaltbar. Man hat kurz prägnante Videos und es sollte zumindest so weit hinhauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt World of Warships Ranked. Bis dann, euer Raid. Ciao.